Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory zusammen mit The Snake. Moin Moin. Oh, eine zweite Schmelze. Ja. Perfekt. Und wie ich gesehen habe in der kurzen Pause, wo ich geprüft habe, ob die Aufnahmen passen, hast du schon die ganzen Ressourcen zusammengesammelt. Dann wollen wir Ich doch. kann da nichts mehr mit anklemmen. Hä? Du musst ein Dings machen. Ah, ist klar. Ja, mit zwei. Konntest du doch an einen anklemmen? So. Storage Container? Das ist gerade richtig gehört. Gute Frage. Wir brauchen als nächstes wieder Biomaterial. Wir haben Lagercontainer und Miner. Ja, Lagercontainer hört sich gut an. Und Miner. Ja, das ist mir gerade egal. Wir brauchen Lagercontainer. Das übrigens ist das nächste Ziel. Lagercontainer. Haben wir noch was da? Die Lagercontainer sind eigentlich einfach. Sie sind recht easy. Machen wir gleich mal eben für zwei Stück das alles fertig. So, automatisieren wir das auch mal. Dann machen wir nämlich zwei Lagercontainer, machen Förderband dazwischen Ja. und sozusagen eigentlich eine Sache machen. Und zwar, wir Auch machen wir da müssen was noch mal rein. umbauen. Müssen wir so oder so. Nein. Das war falsch. Ich wollte das anders haben. Du weißt, was auf der anderen Seite der Ausgang ist, ne? Da geht's rein, da geht's raus. Von der Schmelze. Ja, ich wollte als Eingang, damit wir alles Ach an so. Eisen da gleich reinpacken können. Ah. Kluge Idee. So, und dann wollte ich noch einen zweiten machen für den Ausgang. Wir müssen unbedingt halt auch Platten bauen, wo wir denn. Also wir bauen Ja. das eh nachher alles nochmal um. Ist jetzt erstmal nur so für provisorische Zwecke gedacht. Du meinst, wir bauen das nachher alles in schön? Ja. Ja, aber wenn du schon mit den Dings in den Gang bist, ne? Ja. Mit den Förderbahnen, wie wär's, wenn du auch schon eine von den Eisenminen mit an den Storage-Behälter anklemmst? Funktioniert ja nicht. Dafür brauchst du die andere Mine, Ach ja, stimmt. die wir jetzt erst freigeschaltet haben. Ah. So, aber die können wir gleich mal uns angucken, wie teuer die ist. Ah, ganz entspannt jetzt, ne? Ja. Dann können wir nämlich hier unser Eisenbahnlager erstmal machen. Ja. Müsstest denn, um das auch nochmal für Kupfer jetzt zu automatisieren, muss glaube ich, die Kupferschmelze nochmal abgerissen werden. Allgemein müssen wir gucken, wo wir eigentlich dann am Ende Platten oder eine Plattform bauen. Ich denke mal hier so, ne? Wenn wir Ja. die Natur einnehmen. Wir werden das nachher in die Höhe bauen, denke ich. Weil da Ne? ist mehr Platz. Richtig. Der Miner. Alles eine Etage höher setzen. Oh, für den Miner brauche ich Miner. Ja, da sind ja ganz viele. Alles nehmen. Einen habe ich schon mal abgenommen von den Eisen. Geil. So, muss ich mal eben noch
zehn Platten her, fünf Platten herstellen, dann kann ich den großen Miner bauen. Muss mal in eine Kiste gucken. Ich glaube, da sind noch welche drin. Ja, ich brauche so oder so mehr wegen die Förderbänder benötigen auch. Ja. Ich habe hier ein bisschen was rein. Haben wir noch. Oh, wir haben noch mehr so viel davon. Calcium. Natürlich kein Dings mehr am Start, ne? So. Also, da sind noch Platten und so drin. Also kannst du erstmal rausnehmen. Wie weit kann man das ziehen? So, und ab da fehlt mir wieder Platten. Ab da fehlen mir wieder Platten. Die muss ich wieder herstellen. Aber du Ja. sagtest ja gerade, Platten haben wir ja noch im Lager. Ein paar, ja. Ja, die sollten reichen. Ich hatte da ja schon mal welche ersten hergestellt, zu viel aus Versehen. Schön ist was anderes, ne? Ja. Erstmal. Aber das geht ja nur, wenn wir hier Strom hätten. 5 kW benötigen wir. Ja, das müsstest du aus dem einen. Das so. Hafti? Ja, bitte. Komm mal her, bitte. Eine Sekunde. Bin in der Nähe vom Bohrer. Komm mal her, schnell. Hier ist was. Von welchem Bohrer? Den du gerade neu gesetzt hast. Ja, ich bin auf dem Weg. Bin beim Bohrer. Und du bist irgendwo Hinter dir. hinter mir. Da. Ja. Guck mal darüber. So, das da drüben, ne? Ach, das. Unter dem Busch. Hallöchen. Na, wie Ey, geht's ey, dir? ey, 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 ey. Ja? Wir müssen dem Tier unseren Willen aufzwingen. Hallo, Tierchen. Oh, man kann streicheln. Ja, dann streichelst du mal, guck, was passiert. Er beißt dir die Hand ab. Ich hab's gestreichelt. Oh, guck Ist jetzt mal. ein Haustier. Nee, guck, es liegt jetzt hier auf dem Boden und schläft. Ah, war so müde. Ja. Hier, guck. Na, warte. Da, halt, erst noch. Hallo. Freudensprünge macht das Teil auch schon zwischendurch. Gesehen? Guck mal. Schön, dass er am Boden backt. Ja, aber du kannst ihn immer noch streicheln. Ah. So, ich brauche einmal wieder Kabel. Da musst du mal gucken, wenn du die schon aus der Truhe genommen hast. Es liegen da nämlich auch noch ein paar drin. Ja, die sollten reichen. Geht eigentlich nur darum. So. Strom ist da. Ah. Ja, dann wollen wir doch mal eben das anders machen. Wir haben jetzt zwei Reaktoren, ne? Ja, deswegen bin ich ja gerade wieder am Grünfutter sammeln. Ja, ich habe Damit wir ihn ein. ja wieder befeuern können. Und der eine Reaktor betreibt. Ja, die müsstest du eigentlich umkabeln, der
vorstehst, der rechte kann ja eigentlich die Eisendings betreiben und der links die Kupfer. Ja, der links, also der andere, der macht Kupfer und den Bohrer. Oh, das Eisen kommt. Guck, ich habe hier einen Turm hingesetzt und teile Ah. da einmal Richtung Kupfer und einmal Richtung. Ah, gut, hast du schon getan. Und jetzt müssen wir immer darauf achten, dass die auch ja genug zu fordern haben. Ja, also wir kriegen so schon mal das erste rein. Man kann jetzt natürlich dann auch noch das Eisen weiterverarbeiten und so weiter. Ja, dann. Wenn du das, wenn wir das schon können, dann bitte. Erstmal darum gekümmert und. Aber ich glaube, das wird sehr schwer. Das alles vernünftig hinzubekommen. So in der Richtung, ja. Guck mal, ich habe schon das erste Ziel erfüllt. Ja. Hey. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kupfermine mit anschließen. Ja, wir müssen so allgemein erstmal gucken, wie wir das dann am besten legen. Ja, aber ich sage ja, wenn wir die Kupfermine jetzt mit anschließen, dann haben wir Kupfer nämlich auch schon permanent da. Und das sind ja nur zwei Hauptrohstoffe, die die ganze Zeit brauchen. Hast du eigentlich schon mal gesehen, wie viel Eisen wir mittlerweile haben? Ja, habe ich. Darum könnten wir eigentlich Kupfer jetzt mit anschließen und nach Kupfer Limestone, also Kalk rein. Ja, ich guck gerade was. Wir haben natürlich noch gar keinen besseren Reaktor. Kriegen wir den noch als nächstes oder? Ja, der kommt, die kommen noch, dauert noch. Biomasse-Generator kommt als nächstes. Um Ja. Biomasse herstellen. Oh, Biomasse herstellen ist gut. Und Weltraumlift. Ah, ja. Dann würde ich mich doch da mal ran machen und versuchen, in der Richtung mal zu gehen. Ja. Ja. Beton bräuchten wir noch einmal. Ich weiß nicht, ob du noch. Ich bin gerade auf dem Weg zur Quelle. Das ist perfekt. Ich mach mal eben die Eisenstangen schon mal fertig. Darum sage ich ja, wir müssen, wenn wir Kupfer mit angeklemmt haben, müssen wir gucken, was wir den Kalkstein auch schon mal bis zu uns kriegen. Ja. Weil dann haben wir alle drei erstmal Hauptdinger da. Ups. Muss mir gleich noch Eisenbahn mal nehmen. Zum Glück wird das ja jetzt alles automatisiert hergestellt. Ja, das ist nämlich Vorteil für uns. Für den Planeten sieht das wieder anders aus, aber für uns ist das vorteilhaft. Ja, über drei Stacks haben wir fast. Schon fertig. So muss das doch auch sein. Ja, du weißt aber, wir werden noch so viel von dem Mist brauchen. Ja, wir werden da richtig eine richtige Fabrik draus bauen. Ja, hä? Warum hat er zwischendrin aufgehört, mit Eisen zu produzieren? Also Eisen. Mit Eisen herstellen. Eisen aus der Mine zu holen, hier ist. Müssen. Nee, Tanks müssen dafür nicht geladen sein, ne? Oh. Überfragt. Hier wird der Eisenerz. Wo war eigentlich unsere Kupfermine? Die ist nicht weit von hier. Die ist da in der. Muss ja eben nach Kupfer scannen, dann weißt du ja, wo sie ist. Das, was als erstes da blockt, ne? Ja, yeah, wo du ja auch zuläufst, Ah, eigentlich. ja, ich sehe schon.
Ah, dann weiß ich, wie wir das machen. Aber wir haben halt eh Du noch. musst, glaube ich, über das eine Förderband dann über hinweg bauen. Ja, aber wir müssen auch gucken, dass wir erstmal den Strom haben dafür. Haben wir doch. Beide Generatoren können ein bisschen mehr antreiben. Bist du eigentlich wieder auf dem Weg nach Hause, oder? Ich bin schon da, produziere Beton. Ah, perfekt. Ich komme auch wieder nach Hause. Dann baue ich nämlich jetzt als nächstes einen Bohrer für Kupfer. Ja, und danach ein für Kalkstein. Ja. Und du darfst wieder upgraden. Wobei eigentlich Kalkstein wäre mir am liebsten, ne? Das ist der längere Weg. Ja, dann machst du erst Kalkstein. Geht auch. Meine ich. Ja. So, und Upgrade. Yay. Hey. Wird doch langsam. Ach, guck mal. Der landet. Wuhu. Nice. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Okay. Note. Future developments should be aimed at Müssen warten, maintaining bis er hier stability fertig geredet hat. as such initiating project assembly. Ja. Good luck. So, Basisaufbau, Logistik und Ich hab dem mal ein Feldforschung. bisschen Draht gemacht, ne? Ja. Guck mal die Kiste. MMA. Ah. Okay. Ein bisschen Draht, ja, so ein bisschen, ne? Also, für die Feldforschung. Da kommt das. Sind diese Constructors, ne? Entschuldige, was ich unterbreche. Ja. Sind die Constructors vielleicht die Dinger, die sind das nicht noch die Dinger, die Eisenplatten und so herstellen? Draht und so eine Scherze? Ja. Wir brauchen einen. Wir brauchen zwei eigentlich für Eisen. Damit er einmal runter der Eisendings herstellt. Den Rundstahl. Oder das Rundeisen. Und Platten. Laden. Guck mal, was wir benötigen. Ich hab's gesehen. Draht habe ich schon ein bisschen gemacht. Deswegen müssen wir Draht und Dings. Eigentlich alles automatisieren. Jupp. Wie haben die denn hier? Die machen 20 MW. Kannst jetzt aus Blättern kannst du Biomasse herstellen, ne? Die hält ja, glaube ich, ein bisschen länger. Ja. Ich wollte herstellen ein Bohrer. Weltraumlift brauchen wir ja nicht. Noch nicht, nein. Der Bohrer, dafür brauchen wir Beton. Hier ist was in der Kiste eigentlich. Was war das noch? Platten hatten wir die. Ne, die haben wir nicht in der Kiste. Muss ich selber herstellen. Und einen Bohrer. Den hole ich mir dann gleich da bei der Eimine. Ja. Wir Einen brauchen noch Bohrer eine. haben wir ja überall bei den Minen ja stehen. Das ist ja unser Vorteil. Ja, wir werden noch eine zweite Werkbank bauen. Weil während du an der Werkbank bist, kann ich nicht an der Werkbank. Ich weiß. Aus dem Grund werden wir wohl uns noch dazu fahren lassen, um noch einen Bohrer zu bauen. Ich mache auch gleich mal ein paar mehr Platten. Wir benötigen sie ja.
Ja. Wieso habe ich Eisenerz im Inventar? Weiß ich nicht. Ich habe mal Biomasse reingeschmissen. Habe ich, ja. Produziere noch mal ein bisschen was. Ja, ich denke mal, drei Bohrer könnte ich bauen. Ja, das ist doch gut. Also Limestone, Kalkstein auf jeden Fall Ja, und Ei, Kupfer auf jeden Fall. ich ziehe erstmal von Kalkstein das zu uns hin. Ja, dann hättest du nämlich ja noch zwei Bohrer über, die du noch mal für andere Sachen opfern könntest. Weil Ja. da brauchen wir eh nur einen. Beziehungsweise es ist halt nicht gerade vom Vorteil der Weg bis halt zu einigen Stellen. Und da ja Kalkstein so weit weg ist von uns. Ja, wäre das ein bisschen teuer, aber ist ja egal. Ja, aus dem Grund wollte ich das ja von da aus zu uns liefern lassen. 5 Stacks schon, ey. Ja. Damit wir weniger. Aber läuft das nicht dann? Ach nee, geht auch, glaube ich, mit dieser Schmelze, oder wie läuft das? Entweder mit Schmelze oder Konstruktor. Ich glaube aber Schmelze war Das das. Lager voll? Von Eisenbahn. Nee. Okay. Unser Inventar hat sich auch ein bisschen erweitert, kann das sein? Kann sein, ja. Wenn man jetzt drei Eisen rein weit weg hätte. oder was? So, mal eben scannen. Ich glaube, das da hinten war das, ne? Hundertacht Meter. Da hinten. Mann, wo ist denn das nur, ne? Ja, kommst du echt ein bisschen bescheiden hin, muss ich auch sagen. Ja. So. Dann haben wir 300 Kalkstein schon mal im Inventar. Ja. Und wir brauchen den Output nach in der Richtung da hinten. Inwieweit ungefähr? Okay, ich muss Platten mir holen. Ich brauche Platten. Lados. Ja. Nice aus. Alleine nur für den ersten Weg brauche ich um die 50 Platten. Oh, Biomasse ist echt besser. Ja, sage ich ja, das Da ist dann. frisst er echt weniger von. Ich nehme hier auch gerade Grünzeug schon mit. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Biomasse, haben wir schon mal. Hast schon ein bisschen hergestellt. Uff, ja, so fast 600. Aber wir müssen ja so oder Und so. seit ich eben reingepackt habe, bis jetzt eben, sind gerade mal von der Biomasse 4 bis 5 letzte, also 4 bis 5 Stück verschwunden gewesen. Das ist nicht viel. Ja. Weißt du, wo unsere Kupfermine ist? Ja, unterhalb vom Limestone. Richtig. Darum, ich hole jetzt mal Musst du mit eben. dem Förderband irgendwie ein Stück da rum? Ja, ich muss so oder so einen längeren Weg auf mich nehmen, weil. Warum?
Warum? Warum hört er zwischendrin auf produzieren? Wegen Energie. Hat er genug? Oder weil es noch ein MK1 ist. Ah. Ja. Das erklärt nämlich dann einiges, ne? So. Ja. Ja, ich brauche verdammt viele Platten. Ja, Eisenplatten. dann bau doch Constructible. Ja, oder ich stehe jetzt halt eine halbe Stunde lang hier und fertige Ja, alles. das will keiner sehen. Ich weiß. Wir gucken mal, wegen Constructible. Da brauchen wir verstärkte Platten und 8-mal Kabel. Draht ist noch drinne. Ich mach mal eben ein bisschen Draht und ein Kabel draus. Dann kannst du dich ja sonst noch mit anderen Sachen eben beschäftigen, wenn du noch Ja. was hast. Wie viel Kabel brauchst du? Ich brauche dafür 8. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann alles in der nächsten Folge an. Ah. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.